Hallihallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocket League und mit Wasteland. Und den holen wir uns und machen den aber nicht, weil ich an dem einen Boost vorbeigefahren bin. Oh, den kann er. Ah, fuck. Ulala, das war jetzt nicht so geplant. Noch ein, zwei kleine Worte zu dem Thema Let's, den hole ich aber vorher noch. Ah, shit. Wow. Okay, kann ich ihm den spielen? Nee. Also vielen, vielen lieben Dank für das positive Feedback, weil ich nur noch dazu sagen wollte, also es ist wirklich super lieb, nur ich nehme mir das auch nicht negativ zu Herzen, dass die Leute da schreiben, also falls ihr das irgendwie so verstanden habt, was zwar nicht so rüberkam, aber man weiß ja nie. Ach, warum mache ich da Rechtsklick? Erklär mir mal einer, warum ich da Rechtsklick mache. Wenn ich einfach nur ganz normal da drauf fliege, weiter... Das ist so dumm, wenn ich einfach nur weiter drauf fliege. Oh Mann. Aber nichtsdestotrotz wirklich super vielen lieben Dank für das viele liebe Feedback. So, und jetzt gewinnen wir das Spiel, auch wenn es Wasteland ist. Oh, 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 oh. Der geht nicht, der geht nicht. Wow, wie habe ich den nicht berührt? Berührt er den? Ja, aber ich kann den nicht verwandeln, so. Tut mir leid, sorry. Ich wollte den eigentlich auch direkt von der Wand aus berühren und ihm vor das Tor spielen. Aber es hat echt nicht so geklappt. Ich bin komplett am Ball vorbei. So, komm. Ah, das ist ein Rocket hier, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Ach du Fick-Scheiße. Ach du Scheiße, was ein Pass. Holy fucking shit. Ich weiß nicht ganz, warum der Ball so geflogen ist. Aber war wahrscheinlich sehr knapp. Eine Millisekunde vorher und der wäre ein bisschen nach links geflogen. Keine Ahnung. Sehr, sehr merkwürdig. Hat er den? Nee. Ach, schade. So Bälle finde ich immer voll schade. Da geht man so voll rein und dann gehen die so voll schwach. Nur weg, weil man die so ein bisschen unglücklich trifft. Also die geben schon Sinn, die Bälle da, jetzt will ich nicht sagen, die geben keinen Sinn. Oh, ich werde outplayed. So. Ich weiß nicht, bei der normalen Map, da bin ich so ein bisschen zuverlässig, aber bei Wasteland, ich weiß gar nicht warum. Das ist so richtiger Curse von mir. Ich spiele auf der Map auch einfach nur schlechter, was alles gar nichts mit der Map zu tun hat. Also teilweise schon, weil ich von dem Positioning her und so dann falsch bin, aber es gibt einfach Dinge, die... So wie dieses One-on-One jetzt. Weil er da von oben von dieser Erhebung kommt, habe ich irgendwie so ein bisschen Angst, weil das ein bisschen anders ist und so. Dass ich da verkacke. Wow. Ach, schade. Ja, so eine Scheiße. Egal, dann schieße ich ihn weg. Da landet er. Ah, fuck, ich habe gehofft, ich kriege ihn nochmal, aber ich wollte nicht R drücken. Boah. Schade. Hätte ich in die andere Richtung geschossen. Egal, nehmen wir den Boost mit. Er nimmt ihn. Er nimmt ihn. Schön. Das könnte was werden. Boah, Alter. Wow. Sau schön gespielt von ihm. Sau schöner Pass. Das Tor geht zu 100% auf ihn. Das war echt sau schön. Oh, der eine hat einen hohen Ping von den Gegnern. Ah, das war echt. Also der Pass war wirklich sau gut. Ich habe sogar gar nicht mit so einem guten Pass gerechnet, denn man hätte, wenn der Gegner damit gerechnet hätte, hätte er, glaube ich, vor mir dran sein können. Ich gehe Boost holen. Upsala. So, och komm. Okay, ich fahre zurück. Ich weiß nicht, ob der Gegner zuerst dran ist. Oh, oh. Das wird gut. Das wird gut. Ja, das ist so... Ich finde, so Bälle sind als Verteidiger so eklig. Du kommst einfach die ganze Zeit nicht hinterher. Und da dieser... Ach komm, das finde ich ohne Spaß. Das ist wieder ein dummer Abpraller. Also ich weiß nicht. Das finde ich auch wieder komisch. So im Replay angeguckt. Aber soll mich nicht stören. Mein Gott, was mache ich da? Komm. Ach. Ach. Ach, ey. Ich meine, ich will ja gar nicht, dass er da zerstört wird. Nein. Aber dass ich da danach die Kontrolle so verliere, das war echt ein bisschen weird. Och komm. Der hätte wenigstens so 50-50 mäßig netterweise in die Mitte gehen können. Oh! Nice. Also ich habe keine Ahnung, was der Gegner da macht, ehrlich gesagt. Ich meine, der war nicht so schlecht geschossen, muss ich
Ich hätte noch auf die normale Kamera wechseln können. Ist das meiner? Nee. Okay. Wuhu! Vielleicht wollte der. Ich, keine Ahnung. Wuhu! Hype! Ganz ehrlich, das hier ist eigentlich meine Lieblingsmap. Ich fand die ja schon ganz cool, als die da. Oh, wir haben den Van. Wir haben den Van, Game One. Easy peasy. Setz dich durch, 50-50. Süße. Ich sag's doch. Nice. Ach du Scheiße. Ach du Fick Scheiße. Oh mein fucking Gott. Und den mein Mate wurde weggeschossen. Das ist unmöglich. Das ist ein Van. Wenn jemand gegen den fährt, muss er explodieren. Aber was ich da ausgepackt habe, war schon grandios. Oh! Alter! Ah, den hat er, oder? Ja, schade. Hä? Hä, hä? Das ist zum Beispiel wieder so Bälle so. Warum hat der jetzt einen blauen Schweif? Ich habe ja kein Problem damit, dass er den. Also, dass der Ball so geflogen ist. Das war gerade. Beide sind da dran und der Ball fliegt dann halt irgendwie weg. Das ist ja ganz normal. Aber warum mit einem blauen Schweif? Okay. Ach! Leute, ich kenne den hundertprozentig. Das ist ein. Hatte ich den nicht sogar schon mal in der Aufnahme? Weil ich habe das auf jeden Fall auch schon mal erwähnt. Das ist Xel, das ist ein Final Fantasy 8 Charakter, aber den schreibt man eigentlich mit X und nicht mit Z. Ich bin mir. Also ich bin mir ziemlich sicher, da kommt es nicht rechtzeitig hin. Ach, der ist drin. Ich fahre so schön zur Ecke, damit ich den dann noch nehmen kann. Also ist ja auch egal, wo ich hingefahren wäre. Aber. Alter, ist ja gerade übertriebenes Déjà-vu. Den. Ey, das wäre mir echt interessant zu wissen. Ich habe den Part aber auf keinen Fall, wenn dann so benannt. Also entweder hatte ich den mal mit Manu. Boah, aber daran könnt ihr euch wahrscheinlich nicht mehr erinnern, oder? Boah, das wäre so geil. Das wäre echt super cool. Wenn sich da wer noch dran erinnern kann, schreibt das ruhig. Falls sogar, wenn du den Link noch parat hätte, falls es in der Aufnahme war, wäre das saugeil. Ohne Spaß. Hammer. Aber das mit dem blauen Streif, das war echt. Verstehe ich nicht. Warum der einen blauen Streif hatte. Oh. Oh, da hat er gut Reflex gezeigt. Alter. Schade. Ach, Mist. Ach, fuck, ich wusste nicht, dass er da auch hin ist. Hä? Den hat er aber noch, ne? Nee. Hey, warum war er da auch in der Ecke? Das war jetzt super schlecht. Ich weiß nicht, ob von mir oder von ihm. Aber ich bin der Meinung, es war jetzt eher sein Fehler. Keine Ahnung, warum er da auch aus der Ecke kam. Das ist super ärgerlich. Das war sau unnötig. Boah. Und? Oh nein. Ja. Ey. Mist. Das sind immer so Momente, wo man sich einfach nur Boost wünscht. Ah, oh, den kann ich weghauen. Oh. Kannst auch lassen, schießt du. Oh, schön. Schön. Alter, das war. Schön hat er übernommen. Ich hatte zwar eigentlich gedacht, er will so richtig reinwichsen, wirklich. Ah, der hat den, weiß ich nicht, ob er so geplant war, dass er den aufs Dach kriegt. 105 km/h von mir, okay. Aber der Pass war dann doch ganz schön. Ja, den kriege ich nochmal vor ihm. Oder auch nicht. Aber er ist nochmal in der Luft. Da landet er, dann können wir ihn noch wegschießen. Ah! Ah! Jawohl, was ich da mache. Ich, ne? Keine Ahnung. Jo. Oh, das war. Ey, was ist. Ich booste sogar. Ich booste doch sogar. Und trotzdem verliere ich das Duell. Ich brauche Exodia. Ansonsten habe ich keine Chance. Was? Ha! Nein! Was? What the fuck? Was war das denn? Most of the goal ever. Not bad. So stelle ich mir Van-Spiele auch ehrlich gesagt eigentlich nur vor. Und so stelle ich mir mich vor. Und. Naja. Scheiße. Ja, das ist, ey. Er hat zwar schon da vorne verkackt, den hätte man nochmal anständig saven können, aber dass ich da an dem Ball vorbeispringe. Hat ihn erst überhaupt in die Situation gebracht.
Wenn ich nicht an dem Ball vorbeispringe, dann passiert das alles so nicht. Also, da habe ich auch genauso viel Schuld wie er dran. Oh, den holt er. Und ja, schön. Haben wir schon schön vorher gesehen, dass er da vorher dran kommt. Der wäre nur nicht gegangen, wenn er den falsch geschossen hätte. Aber er war viel früher drüber. Der andere ist nicht mehr hochgekommen. Das war Schaubild. Ne, Schaubuch. Ne, Bilderbuch. Auch nicht. Lehrbuch für ich komme zuerst an Ariel dran, bevor du irgendwas. Ne. Stellt euch den Satz. Ich habe euch jetzt ein paar Fetzen gegeben. Den Rest könnt ihr euch auch zusammen bauen selber. Oh, what? Okay. Nein, warum sein? Ohne Spaß, den hätte ich gerne im Replay gesehen. GG. Ich habe hundertprozentig schon mal gegen diesen Snail gespielt. Ey Leute! Metal-Leute! Hat er ein Bild von Sergi Tankian drin? Oder wie man den ausspricht? Bitte, falls sich irgendwer von euch dran erinnern kann, an 80 Punkte Cell. Ne, kommt, kann passieren. Gegen den Van. Schreibt's bitte. Es würde mich echt super interessieren. Falls nicht, dann war es auf jeden Fall mit Manu, weil irren tue ich mich nicht. Dann vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und bis dann. Tschüss.